Pokal. Am Samstag geht es zum FC St. Pauli ins Melder-Tor. Letzte Saison habt ihr da 2-1 gewonnen. Oder gegen den FC St. Pauli das letzte Spiel 2-1 gewonnen. Was stimmt dich positiv, dass es wieder klappen kann? Ja, ich glaube, erstmal den Vergleich zur letzten Saison zu ziehen, ist schon sehr hart. Aber ich glaube auch, dass das, was wir damals auf den Platz gebracht haben, wenn man gerade speziell die letzten Minuten sieht, dass wir alles reingeworfen haben, um diesen Sieg zu verteidigen, wird das einfach sehr wichtig sein. Jetzt habt ihr die Saison schon 2 Testspiele gegen St. Pauli absolviert. Wie war da so dein Eindruck von der Mannschaft? Sie haben gut Fußball gespielt, sie haben gut gegen den Ball gearbeitet. Testspiele sind immer ganz anders, weil da Spieler auf dem Platz stehen, die wahrscheinlich so nicht immer zusammenspielen, wo es immer eine zusammengewürfelte Mannschaft ist. Deswegen kann man das irgendwie nicht so hoch anrechnen, aber wir wissen auf jeden Fall, was davon zukommt. Du hast schon angesprochen, du weißt, was auf dich zukommt. Jetzt geht es am Samstag gegen eine Mannschaft, die ja hinter den eigenen Erwartungen bisher zurückgeblieben ist. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, man darf auch nicht vergessen, auch wenn die Fans nicht da sind, das ist ja so ein kleines Derby, würde ich sagen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn unsere Fans dabei gewesen wären. Trotzdem eine Mannschaft, die alles geben wird. Wir aber auch, weil wir unbedingt dieses Derby gewinnen wollen. Und von daher wird es, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Das hoffen wir auch und viel Erfolg. Danke.